Hallo ihr Lieben, hier ist die Andrea aus Andalusien und eigentlich wollte ich heute ja das Unboxing machen von dem Media Lenormand, das habe ich auch gemacht, aber jetzt ist mal wieder was schief gelaufen und jetzt habe ich das Video, das kann ich leider nicht verwenden, was ich gemacht habe. Das heißt, es ist jetzt kein reines Unboxing mehr. Ich habe das Paket jetzt schon ausgepackt und hatte auch die Karten schon ausgepackt, aber egal. Also, heute ist das Media Lenormand angekommen, und zwar die Mini-Version aus Polen von einer Künstlerin aus Polen. Und es hat mich total angesprochen. Und ich habe mir das jetzt halt gekauft gehabt, zusammen mit diesem kleinen Täschchen. Das habe ich noch extra bestellt. Das hat, glaube ich, 3 oder 4 € gekostet. Da passt das nämlich genau rein. Und das hat hier auch noch eine kleine Waschinstruktion. Total süß gemacht auch. Ja, und das wollte ich euch heute vorstellen. Also, das ist das Täschchen, da ist das Eichhörnchen drauf. Sie hat noch eine Zusatzkarte Eichhörnchen. Und ich habe mir dann das Eichhörnchen ausgesucht. Sie hatte auch noch ein Täschchen mit einem Bär drauf, aber ich fand das Eichhörnchen schöner. Und das habe ich aber, wie gesagt, extra dazu bestellt. Und die Künstlerin, die heißt übrigens, wird's scharf? Klara Spalinska. Es hat total schöne Energien, ihre Webseite und auch der Kontakt mit ihr, als ich bestellt hatte, weil ich noch eine Zusatzinfo auf der Adresse haben musste, weil ich so entfernt lebe, dass man da immer noch die Telefonnummer draufschreiben soll, am besten. Ja, und die hat eine schöne Energie, diese Frau, und die Karten haben auch eine schöne Energie. Also, das ist die kleine, also ich habe die Mini-Version bestellt. Das gibt es auch noch mal in einer Version in der Größe hier. Und ich merke gerade, ich habe beim Auspacken gemerkt, dass ich, ja, dass ich vielleicht auch die Karten in größer schön finde. Also ich hätte beide Größen bestellen sollen. Hätte, 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 habe ich jetzt aber nicht. Okay, das ist das kleine große Booklet, was dazu kommt. Das ist sowohl auf Polnisch, aber hier hinten ist dann noch eine englische Instruktion. Genau hier fängt es an. Das ist auch schon die zweite Edition, also die Second Edition. Und sie schreibt, glaube ich, darüber, wie ihre Philosophie ist, wie die Karten entstanden ist. Und dann hat sie hier auch noch die Bedeutungen der Karten, aber nicht als Stichworte, sondern sie hat es in Sätzen geschrieben. Aber es ist vielleicht auch mal ganz nett, es durchzulesen. Es ist ja ganz kurz, ne? Da hat man noch mal so ein bisschen Input und auch wenn man selber schon die Karten definiert hat für sich, aber ich finde es immer schön, wenn man so ein bisschen Input bekommt. Und das sind ja nicht so viele Sätze. Und zum Happy Squirrel hat sie geschrieben. Ich habe ja gesagt, es gibt eine Zusatzkarte. Dass diese Karte zuerst in The Simpsons aufgetreten ist. Ich weiß gar nicht, in der Serie. Und es war wohl eine typischer Joke, ne? So eine typischer Witz. Und die Bedeutung ist, nicht alles ist so, wie es aussieht am Anfang. Also not everything is just that, what it seems at first. Und at first look. What it means in my deck. Treat life with a pinch of salt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was das heißt, weil das ist wahrscheinlich so ein typischer Satz, also lebe dein Leben wie nennt sich denn das? Salz, eine Prise Salz, würde ich jetzt sagen, aber oder behandle dein Leben wie eine Prise Salz. Ich weiß jetzt aber nicht, was es bedeuten könnte, da fehlt mir gerade die Fantasie. Und sie schreibt aber auch, du kannst aber auch alles frei selber in dieses Eichhörnchen reininterpretieren. Also du kannst dir selber das Eichhörnchen definieren. Das finde ich gut. Dann hat sie hier noch über das Grand Tableau kurz was geschrieben und über die Dreierlegung.
Also ein ganz kleines süßes Büchlein, auch süß gemacht. Also man spürt so richtig ihre kreative Energie. Finde ich schön. Okay, dann fangen wir mal mit den Karten an. Das ist also das kleine Päckchen. Ai, sie hat alles auf Polnisch und auf Englisch und es wird für heute nicht scharf. Da. The Media Nenomod Deck consists of 39 Cards, including two ladies and two men. Also sie hat 39 Karten, da sind aber, gibt also zwei Frauen- und zwei Männerkarten, die man sich dann aussuchen kann. Und eben diese Extrakarte, die man selber definieren kann, wenn man mag. Ne? Okay, das ist die zweite Edition 2017. Media Lenormand. Okay, dann machen wir mal auf. Haben wir schon das Eichhörnchen. Ist aber die letzte Karte. Wir fangen ja mit den ersten an. Ach, sind die kleinen. Kann ich ja gar nicht, ja. Die sind ja schnuffig. Ich habe noch nie so kleine Karten gehabt. Aber ich finde es toll, dass die so klein sind, weil dann kann man die viel besser legen. Ich mag es sehr klein. Also die Karten sind so aufgebaut, dass hier oben die Nummer ist von der Karte und hier unten ist die dazugehörige Spielkarte im Endeffekt. Ne? Für die, die das auch interessiert. Das ist also der Reiter. Und schön ist, dass die Menschen hier auf diesem Deck aus der heutigen Zeit sind und nicht aus irgendeiner anderen Epoche. Ne? Also der Reiter, der Klee, das Schiff, das Haus. Das Haus gefällt mir. So eine kleine Hütte hätte ich auch gerne. Der Baum. Schön finde ich bei diesem Baum, dass man nur den Stamm sieht und die Blätter. Das hat eine ganz tolle Energie. Man muss nämlich nicht immer alles sehen. Die Wolke, die hat hier auch weiß und schwarz. Eine weiße und eine schwarze Seite. Die Schlange, die ist total schön. Ist das eigentlich scharf? Ich kann das gar nicht sehen, ob das scharf ist. Der Sarg. Der Blumenstrauß. Total schön. Die Sense, die sind so schön gemalt, so einfach und haben aber eine unheimlich schöne Energie. Das ist die Rute bzw. die Peitsche. Die Vögel. Das Kind, der Fuchs. Wow. Schön, dass man immer nur das Gesicht sieht. Das finde ich total schön. Der Bär, die ist total schön auch. Der Stern, auch eine Idee. Jetzt mal nicht der Stern am Himmel, sondern halt so eine Kette, ne? Auch eine tolle Idee. Der Storch. Da meldet sich der Hugo. Der Hund kommt und der Hugo bellt. Das ist ja auch ein süßer Hund. Ich bin ja Hundeliebhaberin. Oh. Der Turm. Ups, die Kamera gestoßen. Der Park. Und sie macht das, sie hat wirklich nur die Details von diesen ganzen Szenarien. Das finde ich schön. Hier sieht man nur einen Teil der Parkbank und einen Baum, aber man weiß, dass es eben ein Park ist. Berg. Wege, da sieht man auch keinen Weg, sondern nur die Richtungen. Mäuse, die sind ja schnuffig. Das Herz, das finde ich auch toll gemacht. Mal was anderes als Tätowierung. Der Ring. Das Buch. Ein offenes Buch.
der Brief. Und jetzt kommen wir zu den Personenkarten. Die lege ich mal hin. Also hier sind die zwei Männer. Und hier sind zwei Frauen, die man sich aussuchen kann. Und ich finde das immer schön, weil man kann sich die einmal selber aussuchen, was einem sympathischer ist. Man kann aber auch, wenn es sich um um einen Kunden, Klienten handelt oder um einen Menschen, den man in Frage stelle, der gleichgeschlechtlich liebt, dann kann man nämlich auch zwei Männer verwenden oder eben auch zwei Frauen. Das finde ich schön. Mir gefällt ja blöderweise der Mann und die Frau, aber dann gucken die sich nicht an. Ich werde mich für die beiden hier entscheiden. Vorerst. Ich stoße andauernd an die Kamera. Okay, dann waren wir jetzt. Machen wir weiter. Also, dann haben wir hier den Mann. Die Frau, für die ich mich jetzt entschieden habe. Die Lilie. Die Sonne, die wird auch nur angedeutet, finde ich ganz toll. Und auch ohne Gesicht. Der Mond ist auch total interessant gemacht. Der Schlüssel. Die Fische, die gucken für mich, für meine Begriffe ein bisschen krummelig, aber die sehen wahrscheinlich auch so aus. Die gucken ja manchmal auch so. Der Anker, das Kreuz und der fröhliche, glückliche, wie heißt's? Jetzt kommt mir das Wort nicht in den Sinn. Wie heißt denn jetzt das Tier? Sag mal, jetzt manchmal habe ich echt Blackouts. Eichhörnchen. Und was ich ganz vergessen habe, euch zu zeigen, ist die Rückseite. Die ist auch ganz toll. Die hat eine ganz tolle Energie. Also wirklich total schöne Karten. So einfach gemacht und doch. So klar sind die, so einfach und klar, aber so eine schöne Energie und ich liebe es ja klar und einfach. Zwischendurch, manchmal liebe ich es auch bunt. Ich habe ja, wie gesagt, auch neulich das Video von der Judith, das Lenormand von der Judith Bertsch vorgestellt, was ja totales Gegenteil ist von diesem. Das ist nämlich ziemlich groß und ziemlich bunt. Aber ich finde beides unheimlich schön. Also das hat hier eine ganz tolle Energie. Ja, und das ist so einfach und klar, das gefällt mir total. Ich leg mal ein paar Karten hin, dass man mal so kurz sieht, wie es aussieht. Es ist jetzt zwar kein Grand Tableau, aber eine Neunerreihe. Nee, es ist mehr wie eine Neunerreihe, ich habe ja ein paar mehr gelegt. Ich lege hier noch was hin. Dann sieht man mal, wie es aussieht, wenn es... wenn mehrere Karten zusammenlegen und ich finde, man kann schon sehr gut erkennen, ganz deutlich, um was es geht. Haus, Schiff, Klee. Klee könnte man eventuell mit den Blumen verwechseln. Liegen die nicht auch hier vielleicht? Ja, das könnte man verwechseln. Sense, also man kann es schon genau erkennen. Gut, dass da halt die Zahlen noch sind, weil man könnte tatsächlich, wenn man nicht genau hinguckt, die beiden verwechseln. Das haben wir jetzt hier noch. Nee, der Rest ist, glaube ich, okay. Ja, also. Das ist also das. Ei, die kann man ganz schlecht aufsammeln. Das ist jetzt also das, das Media. Lenormand, ich wollte jetzt noch schnell den Reiter suchen, damit ich den ganz vorne da hinlegen kann, aber ich finde den gar nicht so schnell. Wo ist er denn? Ist der weggeritten? Da ist er. Okay, also.
Das ist jetzt also das wirklich wunderschöne und sehr zu empfehlende Media, wie nennt sie es, Lenormand. Und ja, kann ich sehr empfehlen, ist total schön, hat eine schöne Energie. Ich schreibe die Webseite, wie gesagt, unter den Film. Und wer Interesse hat, der kann sich das kaufen. Wie gesagt, das ist das Mini, das gibt es auch noch in Groß. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Ach so, ich würde mich über Feedback freuen. Und ihr dürft mich wie immer, dürft ihr mich auch liken, wenn ihr den Film mögt. Und ihr dürft auch gerne schreiben, ob ihr das Deck schon kennt und wie ihr das findet. Und wenn ihr eine Kartenlesung von mir wollt, dann findet ihr auch den Link unten unter dem Video. Ja, das war's. Alles Liebe. Tschüss.